Ja, einen sehr schönen guten Abend. Das ist etwas, was ich gar nicht zu hoffen gewagt. Ich bin schon so die Maske gewohnt, dass sie gar nicht mehr weg will. Wir dachten, wir können das erstmal nicht live machen und siehe an, doch jetzt haben wir eine neue Männerakademie, das 9. Semester, und starten es mit einer Hybridveranstaltung live und im Stream. Ich begrüße euch hier und ich begrüße die Leute im Stream natürlich ganz herzlich. Und ich bin sehr froh, dass ein bisschen Normalität wieder einkehrt und ich bin sehr froh, dass wir die Männerakademie haben. Und ich bin sehr froh, dass wir gerade diese Männerakademie heute haben, nämlich das Thema Covid und Sex mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Klinikums Rechts der ISAR und Leiter des ISAR, IZAR, des Interdisziplinären HIV-Zentrums am Rechts der ISAR. Und das ist sozusagen der Mann der Stunde, wer die letzten Monate bayerisches Fernsehen geschaut hat zu Corona-Fragen, wird Christoph Spinner kennen. Und ich bin froh, dass du da bist. Ich bin gespannt auf den Vortrag. Und wie immer machen wir das so, dass eure Beteiligung und die Diskussion natürlich ganz wichtig ist. Wenn ihr das Gefühl habt, zwischendurch habt ihr einfach eine Frage, die jetzt gleich rein soll, dann glaube ich, geht das. Und dann schauen wir einfach, ich schaue auf Facebook, ob es da Fragen gibt, die reinkommen. Also kommentiert auch im Stream nach Lust und Laune. Und danach, nach dem Vortrag, werden wir auch Zeit für eine gemeinsame Diskussion haben und für alle Fragen, die dann hoffentlich beantwortet werden können. Jetzt gebe ich dir das Podium und ich freue mich auf den Vortrag Covid und Sex. Danke euch. Ja, lieber Christopher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute zum Thema Covid-19 und Sex bin ich mit der Impfung frei sprechen zu können. Dieses hybride Format ist auch für Referierende immer eine ganz besondere Herausforderung, weil sich auf den virtuellen Stream zu konzentrieren ohne das Publikum ist tatsächlich sehr viel einfacher als auf beides, aber wir wollen es heute versuchen und ich glaube, was du gesagt hast, Christopher, die Schutzimpfungen, die die Grundlage sein sollen, dass wir zurück zur Normalität kommen, ist auch im Wesentlichen das Ziel heute meines Vortrages. Ich muss vielleicht zu Anfang auf mögliche Interessenskonflikte hinweisen, weil wir im Klinikum Rechts der ISAR zusammen mit der pharmazeutischen Industrie und etlichen sogenannten pharmazeutischen Unternehmen auch an der Entwicklung von Covid-19, aber auch HIV-Therapeutika, Präventivsubstanzen und Impfstoffe arbeiten. Deswegen gibt es hier in unserer Arbeitsgruppe sehr, sehr viele Verbindungen. Ich glaube dennoch, dass der Vortrag heute produktneutral und ausgewogen dargestellt ist. Corona und Sex, geht das überhaupt? Und ich glaube, Sie alle erinnern sich das erste Quartal des letzten Jahres, als klar war, dass diese in Wuhan erstmalig beschriebene Atemwegserkrankung auch zu uns nach Deutschland kam. Denn München war die Stadt und damit Deutschland das Land, was als erstes außerhalb des asiatischen Kontinents mit Covid-19 konfrontiert war. Und als Camilla Rothe, die dafür dann später unter The Most Influential People des Time Magazines, die Oberärztin am Tropeninstitut, ihre Position finden sollte, diesen ersten Patienten gesehen hat, hat sie natürlich sofort daran gedacht, dass es sich wahrscheinlich um Covid-19 oder damals gab es dieses Akronym der Erkrankung noch nicht, um diese chinesisch aus China importierte Atemwegserkrankung, wie wir dann später herausfinden sollten, SARS-CoV-2 handelte. Und ich glaube, die Reaktion war vielleicht rückblickend betrachtet so etwas wie Schockstarre und es erinnerte mich viel auch an die Anfänge von HIV von vor etwa 40 Jahren, also in den frühen 80er Jahren die ersten Berichte über Atemwegsinfektionen in der San Francisco Bay Area bei homo- und bisexuellen Männern berichtet wurden, die allesamt eines gemein hatten, eine auffällige Verminderung ihrer CD4-Helferzellen, also eine Einschränkung des Immunsystems. Und diese beiden Pandemien, HIV und SARS-CoV-2 oder Covid-19, hatten für mich im Laufe der Zeit sehr, sehr viele Parallelen. Wir hatten Anfang dieses Jahres auch den deutsch-österreichischen HIV-Kongress unter dem Motto Pandemien und gestern und heute, weil es so auffällig viele Parallelen zwischen diesen beiden Erkrankungen gibt. So, jetzt zurück zum Thema des Abends, Covid-19 und Sex, Corona und Sex, kann das überhaupt funktionieren? Nachdem klar war, dass die Übertragungswege vor allem dieser respiratorischen, also dieser Atemwegserkrankung, vor allem Tröpfchen und Aerosole sind, war auch klar, ne, was dann wahrscheinlich helfen wird.
sind zwei Dinge, damals noch hoch umstritten, die Maske und Social Distancing, also weniger soziale Kontakte. Damit einher geht dann natürlich logischerweise auch weniger sexuelle Kontakte. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer ging. Ich glaube, die Reaktion bei vielen war dann, die Sozialkontakte und damit auch die Sexualkontakte zunächst zu reduzieren. Es gab dann, wie Sie in den Folien sehen, das war erst sehr viel später, etwa ein Jahr danach, praktische Tipps, was für Corona und Sex zu beachten ist, die wichtigsten Informationen, selbst die Tagesschau twitterte, Sie sehen das rechts im Beitrag, gibt Corona keine Chance und was hier rezitiert wurde, waren Empfehlungen der New Yorker Gesundheitsbehörde. Da finden Sie so Dinge wie Hände waschen und Sexspielzeug waschen vor dem Masturbieren, Sex mit jemandem außerhalb des eigenen Haushaltes vermeiden, besser keine Online-Dates treffen, kein Sex mit Infizierten oder Menschen, die Symptome zeigen und man kann Corona auch vom Küssen kriegen. Alles für sich genommen, absolut richtige Statements. Aber sie sind natürlich sehr theoretisch und ich glaube, Sie alle werden mir zustimmen, dass Körperlichkeit, Nähe und Sexualität ganz entscheidende Grundbedürfnisse von Menschen sind. Und deswegen gab es auch in meinem persönlichen Erleben in der Sprechstunde ganz unterschiedliche Risikomitigationsstrategien unserer Patientinnen und Patienten, während manche gesagt hatten, ich nehme das Risiko in Kauf, ich bin mir dessen bewusst, hatten andere sehr klar sämtliche Sexualkontakte reduziert oder auf feste Partner reduziert. Und ich glaube, ähnlich wie es auch mit HIV-Strategien zur Vermeidung des, oder Reduktion des Risikos gab, geht es auch hier im Kontext Covid-19 um Risikoreduktionsstrategien. Was spielt aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Risikoreduktionsstrategien? Ich glaube, man muss sich vor allem darüber im Klaren sein, wie hoch ist eigentlich das individuelle Risiko von SARS-CoV-2-Infektionen persönlich in der Gesundheit beeinträchtigt zu sein. Und als Faustregel gilt, je jünger das Lebensalter, desto geringer das Risiko schwerer Covid-19-Infektionen oder anders ausgedrückt, je höher das Lebensalter, desto höher das Risiko auch schwerer Covid-19-Infektionserkrankungen. Wenn man sich hier mal rechts dargestellt die Fallsterblichkeiten ansieht, dann sieht man, dass bei den über 90-Jährigen praktisch jeder vierte Patient an Covid-19 verstirbt, während das in der Altersinzidenzgruppe der 30- bis 39-Jährigen nur 0,03% sind. Also sehr viel weniger Menschen von hier tödlichen Verläufen betroffen sind. Deshalb, und das ist jetzt der große Unterschied zu HIV, steht uns heute eine ganz entscheidende Risikomitigationsstrategie zur Verfügung. Es gibt nämlich wirksame Schutzimpfungen. Und diese Covid-19-Impfungen waren gerade am Anfang besonders vielversprechend, als wir in den Medien lesen konnten und wir Fachexperten die Ergebnisse der Zulassungsstudien diskutierten, wo sich Wirksamkeitsraten in fast traumhaften Höhen zeigten. 95% und mehr Schutzwirkung vor Covid-19-Erkrankungen. Das war weit oberhalb dessen, was wir uns jemals erwartet hätten. Denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere, es war auch medial breit diskutiert. Die Zulassungsvoraussetzung der Zulassungsbehörde, also der Europäischen Arzneimittelagentur, war, jeder Impfstoff, der eine 50-prozentige Risikoreduktion mit sich bringt, sollte zur Zulassung kommen können. Jetzt haben wir hier 95% Schutzraten, also sehr viel höhere Schutzraten, als wir eigentlich erwartet hatten. Es gab da ein bisschen Unterschiede. Sie erinnern sich um die Diskussion, schützen Vektorimpfstoffe schlechter? Sie erinnern sich um die Diskussion des Sicherheitsprofils der Vektorimpfstoffe, das Verlassen der AstraZeneca-Impfstrategie, des Switches hin zu mehr mRNA-Boosterung. Und ich will jetzt darauf im Detail gar nicht mehr so eingehen, was dann in diesem Jahr stattfand. Aber ich glaube, und da will ich immer wieder Bezug nehmen zum Thema des Abends, Sex und Corona, plötzlich stand eine Möglichkeit zur Verfügung, wieder zurück zur Sexualität zu kommen und gleichzeitig auf der einen Seite das Erkrankungsrisiko für sich selbst zu reduzieren und gleichzeitig auch das Übertragungsrisiko zu verringern. Das möchte ich Ihnen dann gleich im Nachfolgenden auch zeigen. Eine der größten Herausforderungen, die jetzt heute aus meiner Sicht bestehen, ist, wenn wir über die Wirksamkeit von Impfstoffstudien sprechen, wie können wir diese Daten miteinander vergleichen, diese Schutzwirkung miteinander vergleichen, was ist besser? Und das ist so ein bisschen wie in der Diskussion der Prävention
von HIV, was gibt es denn da so für Möglichkeiten, was kann man benutzen, Kondome, Präexpositionsprophylaxe, penile Abstinenz, es gibt da ganz verschiedene Strategien. Und der größte Unterschied, und das unterscheidet diese beiden Pandemien, ist, dass wir hier ein Präventivvakzin heute zur Verfügung haben. Ich möchte jetzt mit Ihnen da ein bisschen eintauchen. Diese Datendiskussion kennen Sie vielleicht aus den Medien an der einen oder anderen Stelle. Das Ziel soll heute sein, Ihnen da nochmal so ein bisschen kompakten Überblick zu geben. Und dann kehren wir auch nochmal zu unserem Hauptthema Sexualität zurück. Eine der größten Fragen war, was ist eigentlich das Ziel von Impfungen? Und in der medialen Kommunikation spielte am Anfang vor allem der Schutz vor Infektion die wichtigste Rolle. Und das hatte damit zu tun, dass auch die mRNA-Impfstoffe so ein hervorragendes Wirksamkeitsprofil mit sich brachten, also Schutzwirkung von über 90%. Heute ist es so, dass wir sehen, dass die Schutzwirkung im Laufe der Zeit aus verschiedenen Gründen nachlässt. Ich erkläre Ihnen das auch gleich, sodass es vor allem auf die Schutzwirkung vor schwerem Covid-19 ankommt. Und das hier sind auch Illustrationen der WDR-Wirtschaftsredaktion Quarks, die das, finde ich, hervorragend illustriert. Und die zeigen an der Stelle, dass im Wesentlichen alle zugelassenen Impfstoffe in Deutschland und Europa deutlich über 80% Schutzwirkung vor schwerem Covid mit sich bringen. Und ich glaube, genau darauf kommt es für den Einzelnen an. Und wer jetzt an der Stelle sagt, na gut, ich bin ja sehr jung, mein Risiko für einen schweren Verlauf ist sehr gering, das stimmt, wenn man das auf die Gesellschaft oder Populationsniveau sieht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir den jüngsten Patienten, den wir auf der Intensivstation behandeln zurzeit, der ist 27 Jahre alt, auch diese Fälle sehen. Und der hat an sich keinen Risikofaktor, außer dass sein Body Mass Index 26, das heißt gerade so grenzwertig über dem Normalgewicht ist. Also jemand, von dem auch ich nicht damit gerechnet hätte, dass er sich so schnell verschlechtert und auf einer Intensivstation behandelt werden muss. Die Errungenschaften, die jetzt durch diese Impfstoffe erreicht sind, sind aus meiner Sicht ganz wesentlich, denn sie erlauben uns nicht nur, dass wir heute für diejenigen, die hier sind, ohne Maske wieder sitzen können durch Rückkehr zu 3G. Es gibt auch so die ersten Großveranstaltungen, Bundesländer, die 2G wieder ermöglichen. Das Ziel der Schutzimpfungen ist ja vor allem auch, dass das gesellschaftliche Leben wieder wie zuvor möglich wird. Aber was ist sozusagen als akzeptabler Schutz akzeptiert? Ich hatte Ihnen gerade gezeigt, dass ich auch die Schutzwirkungen der verschiedenen zur Verfügung stehenden Impfstoffe, und vielleicht gehe ich nochmal eine Folie zurück, ein bisschen unterscheiden. Während Moderna einen 100%igen Schutz in der Zulassungsstudie vor schweren Verläufen zeigte, war das bei BioNTech/Pfizer um 85%, bei Johnson & Johnson, wir sprechen hier von der einmaligen Impfung, ebenso um 85%. Ganz wichtig ist, diese Studien können Sie nicht nebeneinander stellen. Die sind auch nicht miteinander vergleichbar, weil die Rahmenbedingungen der Durchführung sind ganz unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Länder, sind unterschiedliche Patientinnen und Patienten, die eingeschlossen sind, unterschiedliche besorgniserregende Varianten. Und damals kam, da gab es weder Alpha noch Delta zu den Zeiten, als diese Studien durchgeführt sind. Die einzige Zulassungsstudie, die schon relevant besorgniserregende Varianten gesehen hat, war die Johnson-Johnson-Impfstudie mit der Einmalimpfung. mRNA-Impfstoffe sind alle noch durchgeführt, während der ursprüngliche Typ zirkulierte. Deswegen sind diese Daten da unten auch ganz wichtig, dass auch im echten Leben gezeigt werden konnte, dass die Schutzwirkung mit AstraZeneca und BioNTech deutlich über 90% vor schweren Verläufen lag. Das sind Daten aus Schottland im Wesentlichen und England, also dem angelsächsischen Raum. Für uns waren das die allerersten Arbeiten, die gezeigt hatten, dass auch außerhalb dieser Zulassungsstudien Schutzwirkungen wirklich mit einem relevanten Schutz assoziiert sind. Klar? Sind das NHS-Daten? Also das sind nachgeführte NHS-Realdaten. Also die Frage bezieht sich ja darauf, ob es diese Daten aus dem National Health System of England sind. Ja, da gibt es verschiedene Datenquellen, die genutzt werden. Ich versuche es mal anders auszudrücken. Warum kamen aus England so schnelle Daten? Es liegt tatsächlich daran, dass das Gesundheitssystem in England anders organisiert ist. Im Wesentlichen gibt es nur 3 große IT-Systeme, die genutzt werden. Das heißt, diese Informationen werden auf eine definierte Art und Weise gespeichert. Weil man dann gleichzeitig weiß, dass alle Menschen in England die Gesundheitsversorgung des Landes, also des NHS, in Kauf oder in Anspruch nehmen, wenn sie erkrankt sind. Völlig egal, ob sozusagen im Outpatient, also im Ambulanten oder im innerklinischen Setting,
kann man da sehr, sehr schnell auch korrelieren, wer ist geimpft, wer hat trotz Impfung eine Erkrankung. Bei uns müssen diese Daten immer zwischen den verschiedenen Versorgungssystemen von der Arztpraxis über die Klinik, dem öffentlichen Gesundheitswesen zusammengetragen werden. Das ist immer ein Vielfaches aufwendiger. Deswegen, Gleiches gilt in Israel, das zeige ich später, immer dort, wo quasi ein Versorgungssystem mit einer Dokumentationsweise, also Art und Weise, wie dokumentiert wird, zusammenkommen, gelingt es sehr viel schneller, sogenannte Daten, also Beobachtungsstudien aus der echten Welt zu präsentieren, also Real-World-Evidence-Data. Die ist auch ganz entscheidend, denn in der Abgrenzung zwischen Studiendaten, da wissen Sie, um da reinzukommen, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen auch schon mal an einer Studie mitgewirkt, braucht es immer sogenannte Ein- und Ausschlusskriterien, man muss in einem speziellen Zentrum behandelt werden, gibt also ganz enge Regeln, um überhaupt mitmachen zu können. Das heißt, in Zulassungsstudien ist es immer so, dass dort nur eine besondere Auswahl an Menschen mitwirkt, damit man überhaupt auch kontrollierte Ergebnisse produzieren kann. Im echten Leben wiederum ist es umgekehrt so, dass dort starke Verzerrungseffekte auftreten können, die schlechter korrigiert werden können. Wenn zum Beispiel jetzt in einem anderen Setting Faktoren, die zur Über- oder Unterschätzung der Impfstoffeffektivität beitragen können, stellen Sie sich vor, Menschen werden an einem Zentrum beobachtet, aber tatsächlich wegen ihrer Covid-Infektion woanders behandelt und dieses eine beobachtende Zentrum hat davon keine Kenntnis, dann führt es dazu, dass die Infektionswahrscheinlichkeit unterschätzt werden kann. Deswegen, aus meiner Sicht, sind beide Arten, wie wir heute Wissenschaft machen, auf ihre jeweilige Art imperfekt. Und deswegen müssen diese Erkenntnisse auch miteinander kombiniert werden. Ich zeige Ihnen jetzt in den nachfolgenden Slides die wesentlichsten Arbeiten der letzten Tage und Wochen, die ich entscheidend finde, um einen verantwortungsvollen Umgang zur Normalität in der Gesellschaft zu kommen. Ich glaube, eine der großen Fragen, die wir auch im Moment diskutieren, ist die Akzeptanz der Schutzwirkung der einmaligen Johnson & Johnson-Impfung. Sie wissen, es gab ein Schwesterprogramm oder wissen vielleicht, dass es ein Schwesterprogramm gibt, wo die zweimalige Impfung der Johnson & Johnson-Impfung an Tag 0 und 60 untersucht wird. Diese Studie läuft auch bei uns hier in München, auch am Klinikum rechts der Isar. Und da zeigte sich 100%iger Schutz vor schwerem Covid. Also so ähnlich wie in der Moderna-Studie, damit Schutzwirkung auf dem Niveau von mRNA-Impfstoffen. 75% Schutz vor symptomatischer Infektion, 94% davon in den USA. Woran liegt es? Diese Studie läuft weltweit. Das bedeutet, hier spielen auch besorgniserregende Varianten, die sogenannte Mu-Variante, also andere als die Delta-Variante, brasilianische, südafrikanische Variante, Beta, entsprechend eine Rolle, die in anderen Studien bislang nicht berücksichtigt waren. Und vor diesem Hintergrund sind es eigentlich sehr, sehr vielversprechende Daten. Sie untermauern aber auch so ein bisschen, was wir schon gesehen haben. Eine Boosterung sorgt in jedem Fall dafür, dass die Schutzwirkung besser ist. Jetzt ist immer die Frage, wie viel Schutzwirkung braucht es tatsächlich? Es hängt ein bisschen davon ab, wer geimpft wird. Das zeige ich Ihnen. Für uns in Deutschland war ganz entscheidend, nachdem bei AstraZeneca diese sehr seltenen Impfstoffnebenwirkungen, vor allem bei jungen Frauen, dieser sehr seltenen autoimmunvermittelten Blutgefäßverschlüsse oder Thromben aufgetreten sind, können wir nicht verschiedene Impfstoffe miteinander kombinieren, also zum Beispiel mit AstraZeneca die erste Impfung machen und mit BioNTech, Pfizer oder Moderna die Boosterung machen. Man bezeichnet diese Strategie als Mix und Match oder heterologes Prime Boosting. Und es sind Daten aus unserem Haus, aus der Arbeitsgruppe von Ulrike Protzer aus der Virologie, die ganz klar zeigen, Sie sehen links, also in der Abbildung rechts, sehen Sie links dargestellt die Höhe sogenannter neutralisierender Antikörper, einmal nach zweimaliger BioNTech-Impfung, in der Mitte nach zweimaliger Vaxzeria oder damals noch Jeddox AstraZeneca-Impfung und rechts die heterologe Prime-Boost-Strategie. Und da sehen Sie schon, mit diesem heterologen Prime-Boosting lässt sich sogar noch mal eine deutlich höhere Antikörperantwort erreichen als mit den sogenannten homologen, also zweimaligen gleichen Impfungen. Und insgesamt lässt sich durch die zweimalige AstraZeneca-Impfung nur ein sehr, also der geringste Impftitel erreichen. Deswegen war das Vorgehen jetzt so im Nachhinein betrachtet, und da gab es damals, als die STIKO diese Impfempfehlung ausgesprochen hat, auch erste Hinweise darauf, das heterologe Prime Boosting mit einer sehr, sehr guten Wirksamkeit vergesellschaftet. Ja, entscheidend ist, dass die
Das sind alles sogenannte Labortests. Sie können sich das so vorstellen, man nimmt aus dem Blut von Geimpften Blut ab und isoliert die sogenannten Corona-Antikörper in einem Zellkulturmodell, indem man diesen Blutüberstand, in dem auch Antikörper sind, in einem Zellkulturmodell, also im Labor, mit SARS-CoV-2 oder vergleichbaren Coronaviren in Kontakt bringt und kann dann dadurch so die sogenannte Neutralisationsleistung messen. Das sind also dann diese sogenannten In-vitro-Neutralisationsteste. Hier dargestellt sind jetzt zunächst eben nur die Höhe der neutralisierenden Antikörper. Ich will Ihnen damit aber sagen, die Höhe der neutralisierenden Antikörper alleine bedeutet noch lange nicht, dass da auch Schutz dahinter steht. Wichtig ist eben herauszufinden, wie gut neutralisieren diese Antikörper, die da produziert werden, das Virus tatsächlich. Das wären diese In-vitro-Neutralisationsteste. Das Problem bei all diesen Untersuchungen ist, es sind halt im Labor entsprechende Näherungen, die man nicht ins echte Leben ohne weiteres übertragen kann. Hauptproblem ist, Sie sehen diese kleinen Punkte, jeder dieser Punkte ist quasi ein Patient. Da gibt es auch Patienten, die sind unterhalb dieser Cut-off-Linie dargestellt, das ist diese gestrichelte Linie, die Sie ja sehen können. Und vielleicht kriege ich das sogar hin, dass ich Ihnen das zeigen kann. Die hier unterhalb dieser gestrichelten Linie entsprechend dargestellt sind, diese Punkte. Da sehen Sie, diese Menschen haben praktisch fast keine nachweisbaren neutralisierenden Antikörper. Und der Grund dafür dürfte eben sein, zum Beispiel hier in unserer Kohorte, da war eben ein Mensch, der hat eine chronisch lymphatische Erkrankung, sprich dessen weiße Blutkörperchen werden nicht gebildet wie regulär. Und das macht es an der Stelle für das Immunsystem sehr, sehr schwer. Deswegen, ich zeige Ihnen das auch gleich nochmal, muss uns auch bewusst sein, trotz allem Vorgehen und aller Bestätigung bei der Allgemeinheit, dass zweimalige Impfungen funktionieren, gibt es Menschen, die sind durch zweimalige Impfungen nicht ausreichend geschützt. Heute wissen wir auch genau, wer das ist. Das sind vor allem Menschen mit schwerem Immundefekt. Da komme ich dann später nochmal drauf. Die Frage, die ja sehr häufig auch diskutiert wird, ist eigentlich eine Impfung nach Infektion überhaupt sinnvoll? Besteht denn nicht nach einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19-Erkrankung ausreichende Immunität? Es gibt ganz verschiedene Arbeiten. Ich zeige Ihnen das einmal anhand einer Arbeit exemplarisch. Das ist eine Arbeit, die sich bei 41 gesundeten Patienten beschäftigt hat. Davon waren 14 mit und 27 ohne vorherige SARS-CoV-2 vor und nach einer mRNA-Impfung, hier Daten aus Österreich. Das heißt, Sie können sich vorstellen, also 14 der insgesamt 41 Teilnehmer hatten SARS-CoV-2-Infektion, 27 wurden geimpft, ohne eine SARS-CoV-2-Infektion jemals gehabt zu haben. Und was man sich dann quasi angeguckt hat, war am Tag 21 war die zweite Impfdosis sozusagen und die, da hat man sich am Tag 49 mal angesehen, wie hat sich denn die Höhe der Antikörperantwort vermittelt. Sie sehen das dann ganz rechts dargestellt, es gibt so wieder verschiedene Balken, die zeigen wieder verschiedene Höhen, also das heißt, da gibt es Unterschiede. Ich war jetzt so frei, diese doch komplexe Analyse Ihnen so weit zusammenzufassen, dass die Kollegen messbar machen konnten, dass sowohl die Antikörperantwort von sogenannten B-Zellen, das sind antikörperproduzierende Zellen, die quasi diese Antikörper herstellen, die mit einem gewissen Schutz vor Infektion wahrscheinlich assoziiert sind, aber auch die sogenannten T-Zellen. Und das sind wahrscheinlich die, die T-Helferzellen, zu denen zum Beispiel auch die CD4-Helferzellen gehören, die ganz wesentliche Rolle beim Schutz vor schwerem Covid-19 mitbringen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Ziele, die Impfstoffe erreichen können, nämlich einmal Schutz vor Infektion und einmal Schutz vor schwerem Covid-19. Ich hatte eingangs schon gesagt, ursprünglich war vor allem der Schutz vor Infektion wichtig. Heute ist ganz klar, dass auch der Schutz vor schwerem Covid-19 nicht nur wichtig ist, sondern wahrscheinlich das einzig erreichbare Ziel, weil durch die Veränderung der Varianten, auch dieser besorgniserregenden Varianten, hat die Schutzwirkung der Impfstoffe über Zeit nachgelassen. Das heißt, viele Experten bezweifeln inzwischen auch, ob es möglich ist, die Herdenimmunität überhaupt noch zu erreichen, weder nach Impfung noch durch Seuchung. Eines der Probleme ist nur, dass die Immunität nach einer Infektion ganz unterschiedlich ist. Und als Faustregel gilt, je schwerer die Erkrankung war, desto besser ist auch die Immunität. Heißt aber im Umkehrschluss, wer nur einen leichten Verlauf hat, der kann sich im Verlauf auch wieder neu infizieren. Das ist so wie mit ganz vielen Atemwegserkrankungen. Leider gehen diese Erkrankungen nicht mit einer wirklich
sicher bleibenden Immunität einher. Deswegen kann man durch eine einmalige Boosterung, so ist im Moment ja auch die Empfehlung, Genesene sollen einmalig geboostert werden, diese Immunantwort erheblich verstärken. Und genau das ist das Ziel, denn wir wollen im Moment ja vor allem die Menschen vor Wiederinfektionen, und die Berichte gab es schon, auch nach über 6 Monaten noch schützen. Deswegen im Moment ganz klare Empfehlung, Menschen, die genesen sind, sollen nach 6 Monaten geimpft werden. Nächste wichtige Frage ist, wie lange hält die Schutzwirkung nach einer Impfung eigentlich überhaupt an? Auch hier gibt es inzwischen ganz viele Studien. Ich will Ihnen das mal einmal exemplarisch zeigen, was man da macht. Das sind sogenannte, also es ist so eine grafische Auswertung, die man, die hier mit jedem Punkt ein Ereignis darstellt. Und was Sie hier rechts sehen, sozusagen die Zeit, also hier sind Tage aufgetreten nach der entsprechenden Impfung. Und dann wird hier die Ereigniswahrscheinlichkeit, also jedes Event hier oder jedes Ereignis ist eine Infektion dargestellt. Und im Grunde sehen Sie schon, diese blaue Kurve und diese untere Kurve, die sind, die divergieren ganz erheblich. Was man hier untersucht hat, das BNT162b2 ist sozusagen die generische Bezeichnung für die BioNTech-Pfizer-Vaccine, die in Europa und Deutschland Comirnaty als Handelsnamen trägt. Und da hat man sich angeguckt, wie gut ist denn eigentlich die Schutzwirkung nach zweiter Dosis, also nach vollständiger Impfung. Und was man da sieht, ist, die Schutzwirkung in dieser Arbeit bleibt auch nach über 6 Monaten mit 90% sehr gut. Und Sie sehen hier sogar, anders als in der Zulassungsstudie, sogar noch eine höhere Schutzwirkung. Da erkennen Sie schon, man kann auch diese Studien nicht direkt miteinander vergleichen. Die eine sagt 85, die nächste sagt 97. Da spielen ganz viele Faktoren zum Studiendesign, der Durchführung, des Infektionsdrucks und anderer eine Rolle. Deswegen sind Sie sehr vorsichtig, wenn Sie in den Medien Berichte lesen, ein Impfstoff schützt besser als der andere. So leicht kann man das gar nicht sagen. Und es gibt keine Studie, die die Impfstoffe so direkt bislang miteinander verglichen hat. Warum kommen wir aber jetzt im Moment dennoch zur Empfehlung, dass bestimmte Menschen nach 6 Monaten aufgefrischt werden sollen, obwohl diese Arbeit auch zeigt, die Schutzwirkung bleibt? Es gibt andere Arbeiten, hier das sind Daten aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich die Schutzwirkung vor allem in diesem Jahr, das heißt auch zum Zeitpunkt der zirkulierenden Delta-Variante, angesehen hatten. Und wie macht man sowas, wenn man eigentlich im echten Leben die Effektivität von Schutzimpfungen untersuchen will? Da macht man das so, dass man einfach Menschen, die sich in einem Krankenversorgungsnetzwerk mit Atemwegsinfektionen vorstellen, befragt, sind sie oder untersucht, sind sie geimpft und sind sie vollständig geimpft oder nicht geimpft und kann die dann sozusagen gematcht, also Geimpfte und Ungeimpfte gegeneinander stellen und das relative Risiko des Unterschiedes ermitteln. Und hier konnte man sehen, dass der Schutz vor Hospitalisierung mit den mRNA-Impfstoffen BioNTech, Pfizer und Moderna ebenso wieder bei 90% war. Also Sie sehen schon, die Schutzwirkung vor Hospitalisierung ist immer irgendwie so um 90%. Bei Janssen hier in den USA bei 71%. Wir sprechen von der einmaligen Gabe. Erinnern Sie sich, die andere Studie hat gezeigt, nach der zweimaligen Gabe deutlich höhere Schutzwirkung. Aber die Schutzwirkung insbesondere von BioNTech, Pfizer nimmt im Laufe der Zeit ab. Und zwar nicht nur bezüglich der Durchbruchsinfektion, sondern auch bezüglich der Wahrscheinlichkeit schwererer Verläufe. Was Sie hier sehen, das ist auf der rechten Seite eine grafische Visualisierung, wie Sie sie schon kennen, der Höhe der Antikörperspiegel verschiedener Impfstoffe. Ganz links dargestellt ist Moderna, in der Mitte BioNTech Pfizer und auf der rechten Seite der einmalige Impfstoff von Janssen. Und zwar links, das sind verschiedene Ziele sozusagen, gegen die diese Antikörper bilden. Rechts sind diese sogenannten Anti-Spike-Antikörper, also diese Oberflächeneiweiße von Corona, gegen die diese Stoffe bilden oder binden. Entschuldigung. Und da sehen Sie halt, es gibt auch Unterschiede. Die mRNA-Impfstoffe machen sehr viel höhere Spiegel oder Antikörpertiter als das Janssen-Vakzin. Es ist schon sehr naheliegend, dass es da einen Zusammenhang zum Schutz gegenüber Infektionen gibt. Aber ich hatte das vorhin schon gesagt, Schutz gegenüber Infektionen heißt nicht automatisch Schutz gegenüber schwerem Verlauf. Oder anders ausgedrückt, wer als Geimpfter an einer Infektion erkrankt, hat natürlich trotzdem ein geringeres Risiko eines schweren Verlaufs. Das zeige ich Ihnen gleich. Und jetzt wird es noch komplizierter. Während die einen Arbeiten sagen,
Die Vakzineffektivität, also Impfstoffwirksamkeit, bleibt über Zeit gleich vor Infektion und schwerem Verlauf. Habe ich Ihnen gerade Arbeiten gezeigt, die zeigen, dass zumindest die Schutzwirkung vor Infektion zurücknimmt. Es gibt aber jetzt zum Beispiel für das Janssen-Vakzin auch Daten, die zeigen, die Schutzwirkung bleibt gleich über 12 Monate. Das ist eine Kohortenstudie, auch aus den Vereinigten Staaten. Hier sieht man wieder 80% Schutz vor Covid-19 nach der einmaligen Impfung, 80% Schutz vor Krankenhausaufnahme und die Schutzwirkung ist hier über ein Jahr fast stabil. Sie sehen diese Kurve, hier rechts ist die Covid-bedingte Aufnahme dargestellt in den beiden Grafiken. Da sehen Sie, diese Grafiken divergieren kaum auseinander, das heißt, die Schutzwirkung bleibt sehr, sehr stabil. Und heute ist vollkommen unverstanden, ob die Impfstoffe vielleicht gleich oder unterschiedlich gut schützen, ob mRNA-Vakzine und Vektorimpfstoffe ihre Vakzineffektivität über die Zeit gleich behalten. Es gibt aber erste Hinweise darauf, dass für das Vektorvakzin von Johnson & Johnson möglicherweise aufgrund des Designs diese T-Zell-Antwort stabiler ist, im Laufe der Zeit sogar noch zunimmt und deswegen die Schutzwirkung gleich bleibt. Also ich glaube, es sind so viele Fragen, die auch uns als Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftler noch umtreiben. Ich will an der Stelle aber mal zusammenfassen, im Grunde bieten alle Impfstoffe, die wir heute haben, eine gute Schutzwirkung. Ich komme jetzt gleich drauf, wer von Auffrischungen profitieren könnte. Davor will ich aber auf einen ganz wichtigen Punkt kommen, das ist der RKI-Wochenbericht, jetzt hier von schon Mitte September. Der hat sich aber nicht wesentlich verändert. Was Sie sehen, ist, dass im Laufe des Jahres plötzlich mit der besorgniserregenden Alpha-Variante sich das die Situation eh völlig verändert hat. Davor gab es den Wildtyp, dann gab es plötzlich nur Alpha. Sie erinnern sich, das war ja damals vor allem aus dem angelsächsischen Raum übertragen. Jetzt haben wir vor allem die Delta-Variante. Und natürlich gibt es auch andere Varianten, die weltweit noch zirkulieren, unter anderem auch die Mu-Variante, die eben mit einer reduzierten Antikörperwirksamkeit nach Impfungen vergesellschaftet ist. Und Sie können das nicht lesen, das macht auch gar nichts. Aber was Sie hier sehen, das ist eine Angabe des US Centers for Disease Control, also der amerikanischen Seuchenschutzbehörde, die eigentlich nochmal ganz schön subsumiert hat, wie denn die Wirksamkeit der verschiedenen Impfstoffe gegenüber verschiedenen besorgniserregenden Varianten von Alpha, Epsilon bis hin zum ursprünglichen Strang darstellt. Und da sehen Sie so Impfwirksamkeitsraten von 36 bis über 90% für die Schutzwirkung. Also Sie sehen schon, es scheint Faktoren zu geben, die liegen weit außerhalb der Impfstoffe, wenn wir über Effektivität sprechen. Da haben diese besorgniserregenden Varianten damit zu tun. Da hat aber auch unser Risikoverhalten damit zu tun. Da hat damit zu tun, wie die Inzidenz, also die Wahrscheinlichkeit der Infektion entsprechend ist. Das nächste Problem sind Patienten und da will ich nur auf diese rechte Seite der Grafik eingehen. Da müssen Sie gar nicht viel verstehen, sondern hier ist die Wahrscheinlichkeit des Antikörperansprechens auf Impfungen dargestellt. Es ist wieder so, jeder Punkt ist ein, sozusagen sind Patienten oder Studien, die hier abgebildet sind. Und hier sind vielmehr nicht Patientenindividuen, sondern Studien sind hier abgebildet. Und Sie sehen hier, die Wahrscheinlichkeit des Antikörperansprechens für Krebspatienten liegt so um 50, zwischen 50 und 100%. Für Hämodialysepatienten, also Menschen an der Blutwäsche, irgendwie zwischen 75% und höher. Besonders beeinträchtigt sind Menschen mit Organtransplantationen, die Medikamente zur Unterdrückung der Immunantwort einnehmen. Aber auch sonstige Patienten mit immunsuppressiver Therapie, die haben halt dann nur noch eine Antikörperantwort von zum Beispiel um 40% in einzelnen Studien. Das heißt aber auch, dass nicht mal mehr jeder Zweite nach Impfung wirklich adäquat geschützt ist. Und heute wissen wir im Grunde sehr gut, welche Menschen mit schweren Immundefekten. Dazu gehören übrigens auch Menschen mit HIV-Erkrankungen unterhalb 200 Helferzellen und oder nachweisbarer Viruslast. Und deswegen wäre es ja eigentlich, und ich glaube, Sie alle haben wahrscheinlich Ihren Hausarzt schon mal gefragt, kann ich nicht die Höhe des Antikörpertiters messen als Surrogat, also als indirekter Hinweis für die Schutzwirkung? Denn wenn ich genug Antikörper habe, dann muss ich weniger aufpassen. Eine absolut nachvollziehbare Überlegung. Die haben auch wirklich sehr intelligente Menschen hier extrem hochrangig in Nature Medicine, das ist eines der angesehensten Zeitschriften der medizinischen Wissenschaft, veröffentlicht. Und was die im Grunde gemacht haben, das will ich Ihnen kurz erklären. Hier hat man die Schutzwirkung von Impfstoffstudien, also jede dieser Kreuze ist quasi die Schutzwirkung von Impfstoffstudien,
aufgetragen. Und zwar ist hier die Schutzeffektivität in den klinischen Studien aufgetragen. Hier oben sehen Sie die mRNA-Vakzinierungen und hier unten sehen Sie ja, die weniger mit Schutzwirkung assoziierten Impfstoffe, wie zum Beispiel hier JEDOX, also die AstraZeneca-Vakzine bezüglich Schutzwirkung vor Infektionen. Und gleichzeitig haben wir das mit der Höhe der Antikörper, die man in diesen Studien messen konnte, modelliert. Das ist also ein Modell, kein echtes, es sind keine Daten aus dem echten Leben. Aber man hat versucht, aus diesen Daten der Zulassungsstudien quasi ein Modell ableiten zu können. Können wir nicht aus der Höhe der Antikörper die Wahrscheinlichkeit der Infektion vorhersagen? Wenn Sie das hier so sehen, sieht die Kurve super glatt aus. Leider gibt es diese Daten im echten Leben halt einfach so nicht. Und deswegen ist die ganz pragmatische Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut auch ganz klar. Derzeit wird nicht empfohlen, regelhaft den Impfstofferfolg zu kontrollieren, denn wir wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Es kann Ihnen heute niemand sagen, ob 100 antikörperbindende Einheiten irgendeine Schutzvorhersagewahrscheinlichkeit haben oder nicht. Außerdem handelt es sich bei diesen ganzen Antikörpernachweisverfahren, das hatte ich Ihnen vorhin so ein bisschen versucht zu erklären, eigentlich nur um indirekte Verfahren. Die messen nicht tatsächlich die Neutralisationsleistung, sondern die messen einfach nur die vorhandene Höhe von Antikörpern. Wir haben keinerlei sichere Grenzwerte und deswegen, wenn man diese Antikörperhöhe bestimmt, kann Ihnen heute auch niemand sagen, muss man sich danach nochmal impfen lassen oder nicht. Und ich glaube, darin liegt auch für mich als Arzt heute eine der Hauptherausforderungen, weil ich Patienten diese Anfrage oder diese Frage einfach nicht beantworten kann. Das wird sich oder hat sich jetzt tatsächlich vor wenigen Tagen, das ist da auch schon abgebildet, nur für die Menschen geändert, wo wir wissen, es liegt eine schwere Immundefizienz vor. Da geht es vor allem darum herauszufinden, hat der oder diejenige überhaupt eine Antikörperantwort ausgebildet oder nicht? Und wenn ja, würde nach einer entsprechenden Boosterung profitieren oder nicht. Ich glaube jetzt, um mal ein bisschen auch thematisch wieder zurückzukommen zu unserer Frage, sicheres Sexualverhalten während Covid-19, außer der Möglichkeit, sich selbst zu schützen, und das habe ich Ihnen gerade so ein bisschen gezeigt mit den Daten, die wir jetzt gesehen haben, geht es ja vor allem auch um die Frage, kann ich denn andere schützen, indem ich geimpft bin? Und die Antwort darauf ist ganz klar, ja, die Israelis haben uns das sehr früh gezeigt, der Spiegel hat es dann auch wie zusammen mit vielen anderen Organen entsprechend dargestellt. Ja, die Impfungen reduzieren die Wahrscheinlichkeit der Übertragung ganz erheblich, zum Teil über 90%. Deshalb ist es auch wenig verwunderlich, das sind jetzt Daten aus Israel, da hat man sich im Grunde angeschaut, also hier war sozusagen Vorverfügbarkeit der Impfstoffe. Das ist immer wieder, was Sie hier sehen, diese Pfeile, da war zum Beispiel hier der erste Lockdown, dann ging die Infektion zurück. Dann kam der nächste Lockdown, die Infektionen gingen wieder zurück, sind dann wieder stark angestiegen. Und hier sehen Sie mit der ersten, zweiten und zweiten Phase der Impfungen, die hier ab Mitte Februar in Israel in großem Stil ausgerollt wurden, gingen dann insgesamt die Infektionen in der Bevölkerung ganz entscheidend zurück. Und das heißt am Ende übersetzt, natürlich sind Impfungen hochwirksam, auch die Inzidenz in der Bevölkerung insgesamt zu reduzieren. Sie lesen aber oder wissen vielleicht auch selbst die Frage, sind Geimpfte eigentlich wirklich weniger infektiös? Da gibt es verschiedene tolle Berichte, die sich mit der Frage beschäftigen. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Ausbruch in Münster, auch in Deutschland, zweistellige Infektionszahlen nach einem Diskothekenereignis. Jetzt sind ja auch in Bayern und München die Clubs wieder geöffnet. So viele Menschen auf engem Raum mit idealen Bedingungen für das Virus durch Aerosolisierung. Und da gibt es ganz gute Arbeiten, die zeigen, was Sie da rechts dargestellt sehen, sind die quantitativen Viruslasten, also die Menge Virus in Abstrichen von ungeimpften links und geimpften rechts, also vollständig geimpften rechts. Sie sehen, es gibt fast keinen Unterschied. Aber wie kann das sein, dass auf der einen Seite Impfung vor Übertragung schützt, auf der anderen Seite die Geimpften, die trotz Impfung erkranken, fast gleich hohe Viruslasten haben? Da gibt es eine schöne ergänzende Arbeit aus Holland dazu, die diese Frage noch ein bisschen besser beantwortet. Die zeigt im Prinzip wieder genau das Gleiche. Die Viruslasten sind insgesamt vergleichbar, aber Sie sehen in der Kurve, also im Verlauf der Zeit, hier sind die Viruslasten im Verlauf der Zeit dargestellt, gibt es Unterschiede. Und was die Kollegen hier auch gemacht haben, das habe ich nicht abgebildet, ist eigentlich viel interessanter als die Höhe der sogenannten Viruslasten, die wir über Genomkopien bestimmen,
die Frage, kann man das Virus eigentlich anzüchten? Und das macht man im Zellkulturmodell, das ist wahnsinnig aufwendig. Wir können das bei uns auch machen. Aber es ist halt, wir sind hoch übertragbar, extrem ressourcenintensiv. Und Sie sehen, 68,6% der Fälle hatten sogar nachweisbares Virus bei Geimpften. Das heißt also, diese Viruslast, die wir bei den Geimpften messen, sind auch wirklich infektiös. Deswegen, die Impfung reduziert das Risiko der Übertragung, aber nicht auf null. Trotz Geimpftsein kann ich das Virus übertragen. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass die Dauer der Infektiosität sehr viel kürzer ist. Sie lesen hier in dieser Arbeit um 3 Tage. Wir wissen ansonsten, dass Übertragbarkeit, deswegen Quarantänezeit, da bis zu einer Woche liegt. Daher kommt auch diese ursprüngliche 10 bis 14 Tage Quarantäne. Also der Vorteil der Impfung ist definitiv, auch wenn die Viruslast am Anfang gleich hoch ist, sie fällt sehr viel schneller ab, weil unser Immunsystem aufgrund des Trainings dafür sorgen kann, dass diese Viren verschwinden. Gut, jetzt ist noch eine Frage, spielen diese ganzen Varianten vielleicht auch in Zukunft eine noch größere Rolle? Gerade Delta, das war vielleicht so die erste Möglichkeit, wo wir im echten Leben sehen konnten, bleibt, was wir in den Impfstoffstudien gesehen haben, im echten dann Leben auch erhalten. Und da gab es wieder aus England die ersten Daten. Ich will das an der Stelle verkürzen. Entscheidend ist nur hier, die Impfstoffwirkung gegenüber Delta scheint reduziert von 92% auf 79% für BioNTech/Pfizer, von 73% versus 60% für doppelte homologe AstraZeneca-Impfung. Das gibt es in Deutschland so ja nicht mehr. Die Kollegen in England haben das sehr viel breiter aufgesetzt. Da sehen Sie aber schon, da gibt es jetzt in diesem gleichen Setting, also zum gleichen Zeitpunkt, denn hier reden wir wirklich vom gleichen Zeitraum, schon Unterschiede der Impfstoffschutzwirkung vor Infektionen. Ich glaube, längerfristig wird für uns nicht so sehr die Schutzwirkung vor Infektionen, sondern vor den schweren Verläufen entsprechend wichtig sein. Und deshalb kommt es aber auch darauf an, dass wir sehr viele Menschen impfen. Das Geheimnis dahinter ist wahrscheinlich die sogenannte T-Zell-Antwort gegen das S-Protein. Also das S-Protein, das ist das Spike-Protein, die Oberfläche des Virus. Und dagegen richten sich die Antikörper. So ähnlich wie bei HIV auch. Wenn Mutationen entstehen, wirken Medikamente schlechter. Ist es hier auch so, dass Mutationen dieser Oberfläche dazu führen, dass Impfstoffe oder Antikörper nach Impfungen entsprechend schlechter schützen. Und diese Oberflächenveränderungen, die sind für diese hochspezifischen Schlüssel-Schloss-Prinzip-Antikörper ganz entscheidend. Aber eines scheint sehr robust zu sein, das ist die T-Zell-Antwort. Die T-Zellen erkennen ja nicht nur aufgrund dieser Anti-S-Domäne bei Geimpften und Genesenen dieses Virus offensichtlich zuverlässiger und auf andere Art und Weise, sondern sie sind ganz entscheidend auch bei der Koordination der Steuerung des Immunsystems. Und was sich hier erfreulicherweise zeigt, Sie sehen hier unten die verschiedenen Virusstämme dargestellt, von P1 über 117, das war Alpha, und ganz rechts dem ursprünglichen Ancestral Strain, also der ursprünglichen Wuhan-Wildtyp. Da sehen Sie, diese Studie zeigt auch ganz klar, dass die T-Zell-Antwort stabil bleibt. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis dahinter, weshalb die Schutzwirkung vor schwerem Covid bei allen Impfstoffen relativ sicher bleibt. Und da gibt es auch tolle Arbeiten, die ganz klar zeigen, die Varianten haben sehr viel schwerer, sich der T-Zell-Antwort zu entziehen. Das gilt eben aber nicht für die neutralisierenden Antikörper. Jetzt zum Schluss, dann ist genug der Theorie, dann können wir auch noch ein bisschen diskutieren. Noch die Frage, wer braucht jetzt eine dritte Booster-Impfung? Der ein oder andere von Ihnen wird vielleicht vom Hausarzt, der Hausarzt, den schon das Angebot erhalten haben. Gab dazu verschiedene Studien. Im Wesentlichen will ich Ihnen zunächst eines mitgeben. Die dritte Impfung ist sicher. Es zeigt sich im Wesentlichen ganz klar, dass sie geeignet ist, um die Höhe der neutralisierenden Antikörper, die mit Schutzwirkung für Infektionen wahrscheinlich vergesellschaftet sind, anzuheben. Die Verträglichkeit ist entsprechend gut. Und wenn man sich jetzt mal, da haben wir halt die ersten Daten, Israel, die Wahrscheinlichkeit der Reduktion von Infektionen in der geboosterten Impfgruppe anschaut, und Israel hat es jetzt zunächst vor allem für über 60-Jährige ab dem 30. Juli bereits ermöglicht. Wir sprechen hier von über 1 Million Impfberechtigten, die bis 22. August hier in dieser Arbeit Eingang gefunden haben. Da hat man sich das auf so bestimmte statistische Methoden angeschaut. Und das Wesentliche ist, nach Boosterungen zeigt sich ein 11,4-facher Rückgang bestätigter Infektionen und ein über 10-facher Rückgang von Hospitalisierungen.
Also diese Boosterung hat in der Gruppe der über 60-Jährigen offensichtlich einen ganz entscheidenden Erfolg. Deswegen haben wir das letzte Woche mit dem ZDF, auch in der ZDF-Heute-App, sehr, sehr detailliert nochmal bearbeitet, für wen Boosterimpfungen jetzt am wichtigsten sind. Und ich glaube, zumindest im jetzigen Moment gibt es keine Rationale, dass sich wirklich jeder impfen lassen muss. Es kommt vor allem für Menschen mit schweren Immundefekterkrankungen darauf an, dass sie oder er sich entsprechend boostern lässt. Wir ringen im Moment noch so ein bisschen damit, jetzt wirklich individualisierte Impfempfehlungen besser herauszugeben mit diesem Ansatz. Alle müssen vollständig geimpft sein, also mindestens mir als Arzt immer klar, da kann nicht bei allen der gleiche Erfolg eintreten. Ich habe Ihnen das jetzt heute auch gezeigt. Und es gilt natürlich dann auch bei der Inkaufnahme von Risiko, sei es jetzt im Club, in der Diskothek, bei Sex. Und für uns in den Kliniken ist heute das Hauptproblem die Pandemie der Ungeimpften, wie das so schön diskutiert wurde. Gerade in München haben wir eine sehr, sehr herausforderungsvolle Situation. Sie sehen hier rechts dargestellt die Verfügbarkeit von sogenannten Highcare-Intensivbetten. Das sind also Intensivbetten, bei denen eine voll maximale Intensivversorgung möglich ist. Und wenn Sie sich das mal anschauen, dann haben wir über 20, fast 30% der betriebsfähigen Highcare-Intensivkapazitätsbetten im Laufe der Pandemie verloren. Warum ist es so? Da gibt es ganz verschiedene Gründe. Der wesentliche Mangel an Ressourcen in der Pflege ist aber der Hauptgrund. Also die Betten sind aufgestellt, die Maschinen sind da, es stehen schlichtweg nicht genug Pflegende zur Verfügung. Das ist die Situation, wie wir sie in vielen großen Städten leider sehen. Und das kommt noch als zusätzliches Problem hinzu. Und Sie müssen sich immer vorstellen, jeder Covid-19-Patient, der auf einer Intensivstation versorgt werden muss, konkurriert mit einem Nicht-Covid-Patienten, der dieses Intensivbett auch braucht. In München sind alle Intensivbetten in der Regel dauernd belegt. Jetzt würde ich an Ihrer Stelle eine Frage stellen, was passiert denn eigentlich mit den Menschen, die sich nicht suffizient impfen lassen können, nämlich weil sie eine schwere Immundefekterkrankung haben. Und ich habe Ihnen da gezeigt, da gibt es welche, die haben in über 40%, in über jedem zweiten Fall keine Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Da gibt es auch eine sehr, sehr interessante Überlegung, sogenannte passive Impfungen. Das heißt, man stellt im Labor Corona-Antikörper her, die man dann so verändert, dass sie sehr lange haltbar sind und sehr lange im Blut bleiben, dann als Infusion oder Subkutan-Verabreichung verabreicht, um zu schützen. Und ich glaube, mir war jetzt ganz wichtig, Ihnen zunächst einmal eine Übersicht zu zeigen, was ist eigentlich der wesentlichste Schutzweg heute vor Covid-19 und SARS-CoV-2. Das sind ganz klar die Schutzimpfungen. Mir war wichtig, Ihnen nochmal so einen Blick zu geben, welche Möglichkeiten haben Sie. Und jetzt komme ich zurück zum Thema. Dabei zeige ich Ihnen jetzt auch bislang unveröffentlichte Daten aus Deutschland, nämlich die Entwicklung von STIs und PrEP in Deutschland. Da können Sie in Violett hier sehen, PrEP hat entsprechend, die Nutzung hat ganz entsprechend der Erwartung zugenommen. Und was Sie hier sehen, die Chlamydieninfektionszahlen sind auch während der Pandemie weiter gestiegen, während die Syphilis-Infektionszahlen und die Gonokokkenzahlen langsam oder zumindest auf stabilem Niveau geblieben sind. Das sind jetzt hier bislang unveröffentlichte Verschreibungsdaten. Wir arbeiten da gerade noch an der endgültigen Auswertung. Was ich Ihnen damit eigentlich nur zeigen wollte, ist, Sex spielt natürlich auch während Covid-19 und Corona eine ganz wichtige Rolle. Heute mitzugeben, es gibt eine Möglichkeit, sich vor Covid-19 zu schützen. Alle diese Impfstoffe sind sicher und wirksam. Ich bin sehr gespannt, wie der Winter jetzt auf uns zukommt. Da sind doch einige Herausforderungen zu lösen. Konzepte wie 2G, 3G+, glaube ich, ganz entscheidend daran, dass wir sicher durch diese hoffentlich letzte Welle der Pandemie kommen, bevor dann die endemische Lage entsprechend eintritt. Sprich, dieser Erreger, wie viele andere Atemwegserkrankungen, einfach bei uns bleiben wird und wir die Risikogruppen, also die Menschen, die das höchste Risiko eines schweren Verlaufs haben, gut schützen können. Wenn Sie noch mehr Lust auf Covid-19 haben, machen wir mit dem Bayerischen Rundfunk einmal in der Woche einen sehr kurzen Podcast, 20 bis 30 Minuten. Das ist wirklich wissensbezogen. Es geht so um die aktuellen Fragen der Woche, die umgetrieben haben. Haben Sie die Zugangsmöglichkeit, es kostenfrei überall da, wo es Podcasts gibt, egal ob bei Spotify, auf der Homepage oder wo Sie sonst Podcasts hören. Und dann bin ich am Schluss dieses doch wahrscheinlich sehr, sehr wissensintensiven Vortrages. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben.
natürlich vor allem bei meinem Team hier im interdisziplinären HIV-Zentrum und in der Infektiologie bei uns im Klinikum rechts der Isar. Und ich freue mich jetzt, wenn wir noch ein bisschen zu Fragen und Diskussionen kommen können und vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar mir mit auf den Weg geben können. Vielen Dank. Vielen Dank. Moment, Umbaupause. Wir machen das heute mal so, sonst haben wir es nicht gemacht, aber wir müssen ja auch im Stream einigermaßen gut im Bild sein. So, vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Da bleiben ja kaum mehr Fragen übrig. Außer vielleicht, wenn ich schon mal vorpreschen darf, vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Sex. Und zwar, also ich habe mich dann schon gefragt, also die eine Geschichte ist natürlich, wie kann ich sozusagen mein sexuelles Environment so gestalten, dass das Infektionsrisiko für andere so gering wie möglich ist. Ich denke mal bei Spielzeug zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Knebel verwendet und spielt dann morgen wieder mit einer anderen Person, wie muss ich den reinigen, ist das sehr schwierig, etc. Also wie muss ich sozusagen beim Sex hygienische Maßnahmen machen, dass da sozusagen mögliche Spielpartner nicht gefährdet sind? Ja, ich glaube, das ganz Wesentlichste ist, wir sprechen ja von der durch Tröpfchen übertragbaren Erkrankung. Bedeutet im Umkehrschluss aber halt auch, also der intime körperliche Kontakt, schon das Küssen, ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor. Aber schon alleine, wie wir uns jetzt so gegenüber sitzen, selbst mit Abstand, weil wir beim Sprechen, gerade beim lauten Sprechen, ja eine Vielzahl an Tröpfchen aussprechen, ist das Infektionsrisiko relevant gegeben. Deswegen glaube ich, muss man sich auch darauf einlassen, bei Sexualkontakten in Kauf zu nehmen, dass Übertragungsgefahr besteht, und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung so. Man kann, deswegen war das Thema Impfung für mich der wesentlichste Baustein, durch die Schutzimpfung für sich selbst und andere das Risiko so weit wie möglich reduzieren. Wir könnten natürlich darüber sprechen, dass man auch vor einem Sexualkontakt zusätzlich noch Tests nutzen möchte. Ich glaube, es ist gewisser Art und Weise lebensfremd, auch vor allem deshalb, weil Sex ja nicht immer geplant ist und schon gar nicht, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, auch vermehrt in das Clubleben, Online-Dating auch von spontanem Leben lebt oder von spontanen Verabredungen lebt. Jetzt zur Frage, was mache ich mit Sexspielzeug, also damit der Partner am nächsten Tag nichts davon hat. Bei Coronaviren handelt es sich um behüllte Viren. Das ist also, warum erwähne ich das immer wieder? Behüllte Viren sind sehr, sehr umweltempfindlich. Das heißt, sie gehen eigentlich sehr schnell kaputt, wenn Sekrete oder was auch immer in diesen Spielzeugen ist, eintrocknet. Deswegen diese Empfehlung aus der Tagesschau-App von Twitter oder aus der Tagesschau-Twitter-Nachricht von Anfang. Reinigen mit Seife und Wasser reicht völlig aus. Es braucht da kein desinfizierendes Reinigen. Ich glaube, wir wissen heute auch, dass vor allem die Tröpfchenübertragung und gar nicht so sehr diese Oberflächenübertragung eine Rolle spielt. Das ist eigentlich ein fast vernachlässigbarer Risikofaktor. Jetzt darf ich vielleicht nur eine Frage noch zum Sex stellen, bevor ich dann als Publikum und hier an unser Streaming-Publikum dann schaue. Jetzt gibt es ja Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Oder die einfach mal nicht geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt mal jenseits der Empfehlung, dass sie sich halt dann doch impfen lassen sollen, die ich jetzt nicht hören will, gibt es denn vielleicht da Verhaltenshinweise, dass die sich ein bisschen besser schützen können? Ich denke mal, solche Sachen, das wurde ja mal im Zusammenhang mit sexuell übertragbaren Infektionen, wie zum Beispiel Gonokokken oder Chlamydien diskutiert, dass zum Beispiel das Gurgeln mit Listerine irgendwie helfen könnte, was ja wohl jetzt auch dann doch nicht so ist. Aber gibt es denn vielleicht irgendwelche unterstützenden Maßnahmen, dass auch wenn jemand nicht geimpft ist, dass er dann doch sich ein wenig schützen kann? Also ich glaube, es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar darlegen, wer jetzt in dieser Saison nicht geimpft ist, wo wir gleichzeitig zu sehr viel mehr Normalität im sozialen Leben zurückkommen, der wird wahrscheinlich erkranken. Und da bin ich auch überzeugt davon, denn es gibt bei diesem recht leicht übertragbaren Virus einfach keine Möglichkeit, wie man sich suffizient schützen kann. Ja, selbst der gemeinsame Aufenthalt im Innenraum trotz Maske bleibt über diese Aerosole ein Risiko. Also immer dann, wenn wir von so intimen Ereignissen wie Sexualkontakten sprechen, dann gibt es da keinen sicheren Weg. Natürlich kann man auch zum Beispiel durch Testen der Sexualpartner, ist ja durchaus was, was wir auch von früher im Bereich der HIV-Prävention kannten, Zero-Sorting, ne? Also wir
haben irgendwelche Möglichkeiten, um festzustellen, dass nur Positive mit Positive oder Negative mit Negativen Kontakt haben oder bis hin zu Tests, die dann auf der Sexparty gemacht wurden. Ich glaube, da hat jeder ja so ein bisschen Bezug dazu. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, zum Beispiel Antigen-Selbsttests noch zu benutzen. Es muss einem halt nur immer klar sein, das hat mein alter Hausarzt mal zu mir gesagt, Tests schützen nicht vor Infektionen. Und da hat er natürlich an der Stelle irgendwie recht. Aber wir sprechen jetzt von Risikoreduktionsstrategien. Ich glaube, nur so eine richtig robuste gibt es einfach keine außerhalb der Impfung. Da kann ich auch mit Echinazin etc. nicht viel anrichten. Ja, das Problem ist, diese Viruspartikel, die gehen ja sehr, sehr schnell in die Schleimhaut. Ja, und das ist also topische Desinfektion. Es gab ja etliche Studien dazu, die das tatsächlich auch untersucht hat. Völlig unmöglich. Ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre hier das Immunsystem von Kindern wieder zu kriegen, weil da die Schleimhäute sehr, sehr generell aktiv sind, einfach gegen jegliche Art von Viren. Und das ist bei uns Erwachsenen leider nicht mehr so. Gut, jetzt schauen wir mal. Deswegen habe ich das Licht angemacht, damit ich das Publikum so ein bisschen sehe. Gibt es denn erstmal von hier mal Fragen? Ja, das sind Fragen. Dann fangen wir mal mit denen an, oder? Ja, genau, wir brauchen ein Mikrofon, damit das Publikum und Stimme auch. Ich habe zwei Folien im Kopf. Das eine war, glaube ich, eine Studienfolie, da ging es um die Abnahme. Ich bin BioNTech Pfizer geimpft. Der Effektivität, glaube ich, der Effizienz und der Wirksamkeitseffizienz bei der Delta-Variante. Ich glaube, gemessen mit Antikörper. Bin mir nicht mehr so sicher. Also, es war 90. 85, 77. Ja, ja. Das war die Folie mit 95% Vertrauensbereich. So, das ist ja eine Studie. Und ich bin ja ein Praktiker. So, jetzt kommt die zweite Folie. Das war die Gauss-Glocke aus Israel. Ja. Da sieht man ja, erste Öffnung, zweite Öffnung, dritte Öffnung. Also das heißt, mit fortwährender Immunisierungsdauer und ich sage jetzt mal, das ist meine These, die ich verstanden habe, T-Zellenwirksamkeit, passt es? Also ich sage mal, die praktischen Daten sagen mir aus Israel, die haben alles aufgemacht und da geht es jetzt lustig weiter. Ich versuche das mal anders darzustellen. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir so eine Balance finden. Aus gar nichts machen, dann wissen wir ja, aus der ersten Welle kommt es zur explosionsartigen Durchseuchung der Bevölkerung. Das geht halt deswegen bei uns nicht, weil wir nicht so viel Krankenversorgungskapazität haben. Dann haben wir angefangen, Maßnahmen einzuführen. Social Distancing, Abstand, medizinische Alltagsmaske, also andere Waagschale, dafür sorgen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verlangen. Haben die Israelis auch gemacht. Dann hat man begonnen zu impfen. Am Anfang war die Schutzwirkung vor Infektion noch sehr, sehr gut. Wenn die Schutzwirkung vor Infektion gut ist, wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit verlangsamt. Denn ich sage es jetzt mal so, wenn in diesem Raum irgendwie alle geimpft sind und einer wäre nicht geimpft und bringt die Erkrankung mit, dann haben wir am Anfang eine sehr, sehr zuverlässige Schutzwirkung vor Infektionen gehabt. Aufgrund der besorgniserregenden Varianten und verschiedener anderer Einflüsse hat die im Laufe der Zeit aber abgenommen. Das heißt im Umkehrschluss, wir brauchen wieder andere Maßnahmen, um die Schutzeffektivität zu steigern. Und so war es jetzt auch in Israel. Während man alles geöffnet hat und dadurch die Ausbreitung wieder beschleunigt hat, musste man dann erneut boostern, um vor allem die Menschen, die dann von diesen Durchbruchsinfektionen betroffen waren, von denen auch ein relevanter Anteil dann doch schwere Verläufe hatte, besser schützen zu können. Und so glaube ich, ist es auch jetzt nichts anderes als eine Balancefindung. Wir machen bei uns ja nichts anderes aufgrund der hohen Impfquote, die ja irgendwo zwischen 65% und 80% wohl zu liegen scheint. So genau weiß es heute ja auch niemand. Dann können wir zum Beispiel durch 2G, 3G plus gleichzeitig Lockerungen erlauben. Und ich glaube, nach diesem Winter werden wir auch zuverlässig noch zu weiteren Lockerungen kommen können. Warum können wir nicht heute aus meiner Sicht schon sagen, wir verzichten auf alle Maßnahmen? Wir haben hier in München bereits über 10% aller gesamten Intensivbetten längst wieder mit Covid-19 belegt. Und ich habe Ihnen schon gezeigt, wieso die Auslastung ist. Auf der einen Seite fehlt uns ein Drittel der Intensivbetten. Auf der anderen Seite sind jetzt schon 10% mit Covid belegt. Das heißt, wenn eine weitere Zunahme eintritt, dann, und das geht in vielen Häusern schon heute nur noch so, muss irgendwo die übrige medizinische Versorgung wieder eingeschränkt werden. Und ich glaube, diese Balance muss die Gesellschaft finden am Ende, die hier...
wichtig ist. Ja. Gut, vielen Dank. Ich stelle mal eine Frage von einem Zuseher, die er schon vor einiger Zeit gestellt hat. Guten Abend, ich hätte mal eine Frage, die man vielleicht stellen könnte, ob Alkoholkonsum das Risiko eines Impfdurchbruchs erhöhen kann. Also Impfdurchbruch ist ja eine Infektion trotz Impfung. Also ich glaube, ich kann das vielleicht auch an der Stelle auf Alkohol und sonstigen Substanzgebrauch erweitern. Dazu gibt es nach meiner Kenntnis überhaupt keine strukturierten Daten. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum dieser Impfdurchbruch durch Substanzkonsum auch durch Alkohol beeinflusst werden sollte. Denn das würde nur dann eine Rolle spielen, wenn das Immunsystem nachhaltig verändert wird. Und man weiß heute natürlich, dass Menschen mit zum Beispiel einer fortbestehenden Lebererkrankung, also einer Leberzirrhose aufgrund zu viel Alkoholkonsums, durchaus eine relevante Schwäche ihres Immunsystems haben. Das gilt aber nicht für den Gelegenheitskonsum von Alkohol. Deswegen, ich glaube, das verbietet sich deshalb nicht. Also dem ein oder anderen Glas aus gesellschaftlichen Gründen kann man deswegen sicher nicht widersprechen. Ja. Und eine andere Frage war, ob die PrEP irgendeinen Einfluss auf die Erkrankung und oder auf die Infektion mit Covid-19 hat. Das ist eine sehr gute Frage, weil vielleicht haben Sie die Tage die Zeitung gelesen. Es gibt da so ein neues antivirales Medikament, Molnupiravir, was im Moment jetzt ganz vielversprechende Wirksamkeit mit sich bringt, bis zu 50% Risikoreduktion schwerer Verläufe. Und es gab am Anfang auch die Frage, ob nicht antivirale Medikamente, wie zum Beispiel die nukleosidischen Reverse-Transkriptase-Hämmer, und dazu gehören diese beiden PrEP-Wirkstoffe, mit einer besseren Schutzwirkung assoziiert sind. Da gab es auch so Studien aus Spanien, die der Frage nachgegangen sind. Man muss abschließend sagen, alle HIV-Therapeutika, die eingesetzt worden sind, sei es Lopinavir, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an Caletra, oder auch Truvada, also Tenofovir-Emtricitabin, sind nicht ausreichend gegen SARS-CoV-2 wirksam. Deswegen gibt es auch keine ausreichenden Belege, dass dadurch zum Beispiel bei PrEP-Teilnehmerinnen und Teilnehmer geringere Infektionen aufgetreten sind. Also muss man ganz klar sagen, das ließ sich so nicht bestätigen. Deswegen war dann gleich die nächste Frage, na gut, haben vielleicht PrEP-Gebrauchende oder Menschen, die ein höheres Risikosexualverhalten haben, im Sinne von mehr Sexualpartnern, im Sinne von häufigeren Geschlechtskrankheiten, also sexuell übertragbaren Erkrankungen, vielleicht ein höheres Risiko für Covid-19-Infektionen. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse aus Studiendaten der ganzen Welt. Ich glaube, abschließend lässt sich aber zusammenfassen, immer dann, wenn Menschen Social Distancing, Schutzimpfungen, AHA-Regeln schlechter einhalten konnten. Das galt mehrheitlich vor allem mit dem sozialen Milieu, also der Möglichkeit, Homeoffice, alternierende Telearbeit und so einzuhalten. Dann zeigt es sich ein höheres Infektionsrisiko. So eine klare Assoziation zum Sexualverhalten hat, glaube ich, bislang keine der Studien gezeigt. Jetzt muss man natürlich sagen, war auch nicht die vordringlichste Sorge zu untersuchen. Sehr schön. Fragen hier im Publikum? Dann habe ich mal noch eine. Ich arbeite auch relativ viel mit HIV-positiven Patienten. Das ist ja ein Kollektiv, was, glaube ich, relativ gut geimpft ist. Jetzt stellen sich da eigentlich schon immer die Fragen, sollen wir eine dritte Impfung machen lassen und wann? Du hattest ja vorhin kurz dann gesagt, das gibt ja auch Positive mit dem Immundefekt unter 200 Helferzellen. Wie würdest du das beurteilen? Da gibt es eben ganz neu, das hatte ich auf einer Folie gezeigt, ich wollte da nicht zu sehr auch einsteigen, Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Heute ist klar, schwerer Immundefekt heißt HIV-Infektion mit nachweisbarer Viruslast und oder kleiner 200 Helferzellen. Und auf der anderen Seite kann man ganz klar auch sagen, stabil eingestellte HIV-Infektionen, sprich über 350 Helferzellen, lange nachweisbare Viruslast, haben wahrscheinlich kein oder kaum gering erhöhtes Risiko für höhere Komplikationswahrscheinlichkeit. Jetzt ist es dennoch so, dass wir wissen, dass der Anteil von Menschen mit HIV höher ist und die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass schwere Verläufe auftreten. Deswegen, die STIKO empfiehlt im Moment allen Menschen mit Immundefekterkrankungen, da gehören auch Menschen mit HIV dazu, eine dritte Boosterimpfung. Ich persönlich glaube auch, es ist absolut sinnvoll, darüber nachzudenken, wenn die zweite Impfung länger als 6 Monate her ist. Denn ich hatte die Daten aus Israel gezeigt, also die dritte Impfung ist sinnvoll. Übrigens wird es ja auch Mitarbeitern im Gesundheitswesen empfohlen und ich kann an der Stelle auch sagen, auch ich bin das dritte Mal geimpft.
weil wir dadurch einfach wissen, wir erhöhen nochmal die Schutzwirkung, auch damit vor Übertragung und natürlich auch vor schwerem Verlauf. Ja, und ich glaube, es spielt für viele Menschen mit HIV auch aus anderen Gründen, die vielleicht aufgrund des Alters oder Begleiterkrankungen zu Risikokollektiven gehören, eine wichtige Rolle. Ich weiß, dass du als Mediziner da vielleicht, das ist nicht dein Fachgebiet, aber ich wage da doch mal eine ethische Frage. Und in der Situation, wo ja in vielen Ländern der Impfstoff noch nicht ausreichend vorhanden ist, ist dann sozusagen eine breit angelegte Kampagne für eine dritte Impfung ethisch vertretbar? Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Frage und diese Diskussion wird ja auch gesellschaftlich geführt. Während wir hier in den entwickelten Ländern einen erheblichen Impfstoffüberschuss haben, sind in den Teilen Afrikas zum Teil nach wie vor nur einstellige Prozentzahlen der Menschen geimpft. Wir haben ja jetzt selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika erlebt, dass der Travel Ban, also die Einreisebeschränkung für Europäer, erst vor kurzem geliftet wurde und ja auch nur unter wirklich jetzt den neuen Bedingungen nur Geimpfte dürfen einreisen. Ich glaube, dass wir sehen werden, was wir auch bei uns sehen werden, eben sehr viel mehr Voraussetzungen an Wiedererlangung von des früheren Lebens an Impfungen. Es wäre unbedingt wünschenswert, dass die ganze Welt versorgt werden kann mit ausreichend Impfstoffen. Ich habe dazu auch gestern tatsächlich mit Kollegen aus Südafrika eine sehr, sehr interessante Beratung im Kontext, welche Impfstoffe für welche Strategie geeignet sind. Denn man muss ganz klar sagen, Impfstoffe, die zwei- oder dreimal verabreicht werden müssen, sind in Ländern wie in Südafrika oder noch weniger entwickelten Ländern dazu auch noch ultratiefkühlpflichtig, fast unmöglich zu applizieren, weil sie so komplexe Anforderungen an Transport- und Lagerungsbedingungen stellen, sodass dort manchmal auch darum geht, das richtige Vakzin zum Einsatz zu bringen. Ich hatte Ihnen auch gezeigt, so ein Single-Shot Johnson & Johnson schützt auch in über 85% vor schweren Verläufen. Und es ist natürlich, wenn man Risiko-Nutzen betrachtet, für diese Länder sehr, sehr viel sinnvoller, diesen einen Shot zu machen, denn schon die Geimpften reisen zum Teil den ganzen Tag an dieses Impfzentrum hin und wieder weg. Also geht, glaube ich, nicht nur darum, irgendwelche Impfstoffe irgendwo hinzubringen, sondern auch die richtigen in die richtigen, sagen wir mal, Zielstrukturen. Und ich glaube, da ist wirklich beeindruckend, was Länder wie Südafrika auch schon geleistet haben, um hier Hunderttausenden und Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger Impfstoffe zu verschaffen. Aber es kommt natürlich darauf an, dass wir die verfügbaren Impfstoffe jetzt auch bereitstellen. Und da leben wir, das muss man ganz klar unterstreichen, hier bei uns in einer sehr, sehr herausgehobenen Position. Stellungnahme von einem Kollegen von Ihnen, der sagt genau das, was hier andiskutiert worden ist. Aus ethischen Gründen sollen wir uns zusammenreißen, die dritte Boosterimpfung so weit wie möglich, also jetzt unabhängig von den Immunsuppressierten, von HIV und so weiter, soll man den Afrikanern zur Verfügung stellen, aus ethischen Gründen. Das heißt in der Konsequenz, sagt er, erwartet frohen Mutes als doppelt Geimpfter oder ich weiß nicht, als Geimpfter, erwartet er die Infektion. So, jetzt die praktische Frage, so geht es mir auch, also die Position teile ich. Also ich erwarte jetzt frohen Mutes, dass ich irgendwann mal infiziert mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert werde. So, jetzt glaube ich ja, dass Sie doch da schon einige Leute auch gesehen haben aus der Sprechstunde, die also doppelt geimpft sind oder Johnson einfach geimpft sind, infiziert sind. Also ich meine jetzt keine Impfstoffbrüche, sondern ganz normal infiziert sind und einen sogenannten, was man liest, einen leichten Verlauf. Was heißt es? Was erwartet mich? Hervorragende Frage, ja. Es ist auch wirklich aus dem praktischen Leben. Und tatsächlich habe ich erst vorhin, bevor ich hierher kam, ja noch Visite auf meiner Station gemacht und auch doppelt Geimpfte gesehen. Und nur kurz zur Begriffsklärung, also wer trotz vollständiger Impfung eine nachgewiesene, also laborchemisch bestätigte SARS-CoV-2-Infektion hat, das sind diese sogenannten Impfdurchbruchsinfektionen. Klingt dramatischer als es ist, aber so ist nun mal die medizinische Semantik an der Stelle. Das heißt aber noch nicht, dass diese Impfdurchbruchsinfektion jetzt asymptomatisch, mild, schwer oder gar kritisch sein muss. Alles ist möglich und tatsächlich sehen wir auch alles. In der Klinik sehe ich natürlich nur die Patientinnen und Patienten, die mit einer Impfdurchbruchsinfektion kommen und schwere Verläufe haben, sprich im Krankenhaus bleiben müssen. Das liegt in der Natur der Sache, weil wir im Krankenhaus sind und nun mal keine Gesunden zur stationären Therapie aufnehmen.
Hier ist es trotzdem so, dass die Mehrheit der im Moment behandelten Patientinnen und Patienten ungeimpft ist. Diejenigen, die wir trotz vollständiger Impfung sehen, haben mehrheitlich nachweisbar keine laborchemisch messbaren Antikörper entwickelt, in der Regel aufgrund von Begleiterkrankungen, weil ihr Immunsystem nicht funktioniert. Jetzt gibt es von den Impfdurchbruchsinfektionen, die dann meist ambulant beim Hausarzt oder in den Testzentren behandelt werden, auch Unterschiede. Wer an sich gesund ist, sonst keine weiteren Risikofaktoren hat, der kann natürlich mit der Impfdurchbruchsinfektion auch einen leichten Verlauf haben. Da muss auch nichts bleiben. Was wir heute noch nicht so ganz verstehen, gerade wenn man sich Long- und Post-Covid anschaut, ist also was bleibt nach der Infektion, da ist heute schon noch gar nicht verstanden, was ist eigentlich die Definition. Aber es gibt halt, und das war tatsächlich schon in den ersten Arbeiten aus China so, dann später aus Italien, auch bei uns, und jetzt große Kohorten, die zeigen, jeder zweite bis zu jeder dritte kann bleibende Symptome haben, zum Teil mit Organveränderungen, insbesondere auch der Lunge. Wenn es jetzt um die Frage geht, soll ich mich boostern lassen nach 6 Monaten oder nicht, dann ist ja im Moment, und deswegen hatte ich Ihnen so viel zu diesen Daten gezeigt, glaube ich, schon Konsensus. In der Allgemeinbevölkerung ist es nicht notwendig. Ein Schaden wird es wahrscheinlich auch keiner sein, aber für die Menschen, die kein normales Immunsystem haben oder Risikofaktoren schwerer Verläufe, sprich über 60, Begleiterkrankungen, für die macht es Sinn. Ja? Jetzt keine Frage, für den Jungen ist wahrscheinlich nicht so kritisch. Und wir kommen wahrscheinlich auch in diesen Zustand, dass wir, wenn die AHA-Regeln dann irgendwann mal alle weg sind, eine endemische Situation haben. Sprich, der Erreger zirkuliert hier unter uns und wir haben sowas wie eine natürliche Boosterung. Also immer wieder, wenn unser Immunsystem, wo wir geimpft sind, schon Kontakt mit diesem Erreger hat, dann erinnern wir uns wieder, es kommt zur natürlichen Boosterung, die Immunantwort wird verstärkt. Das setzt aber halt voraus, dass es in der Bevölkerung möglichst wenige Menschen gibt, die, und das habe ich Ihnen auch gezeigt, trotz Infektion, Impfung die Infektion übertragen können und dann Menschen, die schlechter durch Impfungen schützbar sind, aufgrund chronischer Erkrankungen infizieren, die dann schwere Verläufe haben. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die STIKO mittlerweile die Impfung im Gesundheitswesen für Mitarbeitende im Gesundheits- und Pflegewesen empfiehlt. Denn da geht es darum, indirekten Schutz, also Herdenimmunität, so weit wie möglich einzuführen. Jetzt vielleicht noch mal, wenn hier keine Frage ist, noch mal ein Blick auf die 20-35% der Nicht-Geimpften, die es ja auch noch gibt. Und da ist es ja so, dass die ja nicht alle wirklich manifeste Impfgegner sind. Es gibt ja verschiedene Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Ich arbeite ja als Therapeut mit vielen Leuten und ich sehe immer wieder Leute, die sich eigentlich impfen wollten, aber wahnsinnig Angst vor Spritzen haben. Vielleicht gibt es neben diesem Grund noch andere banale Gründe. Ist denn eigentlich das Medizinsystem so ein bisschen vorbereitet, da auf dieser Seite Leuten einfach auch eine Unterstützung und eine Hilfestellung zu geben? Also ich weiß nicht, ich weiß, dass man jetzt da nicht irgendwie eine Therapie mit allen Leuten machen kann, eine Verhaltenstherapie, aber ist das irgendwie ein Thema im medizinischen Alltag? Absolut, es gibt, ja gerade bei Kindern ist das Problem ganz ausgeprägt, deswegen werden neuere Impfstoffe auch entwickelt als Nasenspray, hat der ein oder andere schon gelesen, ne? Und das wird auch für SARS-CoV-2 konzeptionell erprobt, Impfungen auf andere Art und Weise als durch Spritze zu verabreichen. Das Blöde ist halt, wir müssen irgendwie Informationen oder irgendwie Eiweißbestandteile, also Proteine in dem Fall für die Impfung, in den menschlichen Körper kriegen. Das geht durch die intakte Haut nicht, das geht durch unser Verdauungssystem nicht, weil wir dort natürlicherweise Enzyme, also Eiweißstoffe haben, die Eiweiße zersetzen, denaturieren und verdauen können. Und deswegen spielt die Schleimhautapplikation eine ganz wesentliche Rolle. Das kann dann auch durch die Nasenschleimhaut funktionieren. Ich glaube allerdings, hier stehen wir jetzt nicht noch in diesem Jahr vor einer Zulassung. Ja. Also ich glaube, dass die Zahlen einfach höher sind, als man denkt. Also ich habe das jetzt bei so vielen Patienten schon gehabt. Und ich glaube, dass gerade wir Männer natürlich das nicht weit vor uns hertragen, dass wir uns nicht impfen, weil wir einfach Angst vor der Spritze haben, sondern dann tragen wir vielleicht den anderen Grund nach außen. Ja, aber ich denke, das, keine Frage, aber das kann ich ganz gut nachvollziehen, was man vielleicht sagen muss. Ne? Also im Gegensatz jetzt zu einer Syphilis-Therapie, die der eine oder andere ja auch kennt, wo wirklich 4 Milliliter eines Injektionspräparates, also dieses Arzneimittels, mit sehr schleimiger Konsistenz gespritzt werden müssen, reden wir ja bei den mRNA-Impfungen von 0,7 Milliliter, die wirklich durch eine hauchdünne Nadel verabreicht werden können.
Also ich glaube, auch da muss man den Menschen so ein bisschen die Angst nehmen. Das sind dünnere Nadeln, die man verwenden kann als zur intravenösen Injektion. Also eigentlich den Pieks kaum mehr. Ja. Thema Wissen hilft. Also insofern war der ganze Abend schon auch hilfreich. Jetzt schaue ich nochmal ins Publikum, ob von eurer Seite denn noch irgendwas übrig geblieben ist, was ihr denn wissen müsst und was ihr Christoph Spinner noch fragen wollt. Das ist nicht so mit dem Blick auf unser Streaming-Publikum, muss ich sagen. Kann ich dann noch so einen abschließenden Kommentar? Ja, eine Sache, das ein Kommentar ist sehr, sehr informativ. Vielen Dank, in der Tat. Und dir überlasse ich gerne natürlich das Schlusswort. Ja, vielen Dank, Christopher. Auch danke fürs Zuhören heute. Ich glaube, was ich in diesem sehr wissenschaftlichen Vortrag wenig transportieren konnte, ist, persönlich werbe auch bei meinen Patientinnen und Patienten immer für einen ganz rationalen Zugang. Aber wir machen das im Leben immer, Kosten-Nutzen- oder Risikomitigationsstrategien. Und ich glaube, das gilt auch für Corona und Sex. Und insofern, wir haben übrigens auch unsere Präexpositionsprophylaxeversorgung während der gesamten Pandemie nie eingestellt. Wir haben während der ganzen Pandemie nie die Therapieangebote für sexuell übertragbare Erkrankungen eingestellt, weil jetzt bin ich wieder bei der HIV-Infektion. Mir war immer ein stigmatisierender Umgang damit wichtig. Und ich glaube, diese Ängste und Bedürfnisse, die du auch angesprochen hattest, die gibt es, die müssen wir halt auch ernst nehmen und die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und dabei geht es jetzt nicht nur um die Impfung, sondern dabei geht es, glaube ich, um sexuelle Gesundheit ganz allgemein. Und eine der Grundvoraussetzungen ist da ein offener Dialog. Ich hoffe, ich konnte heute Abend so ein bisschen was dazu beitragen, auch doch in diesem sich beständig ändernden, komplexen Datenfeld. Und insofern kann ich mit und ohne Corona an der Stelle nur sagen, behalten Sie sich den Spaß an der Körperlichkeit des Sexes. Und sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Und vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf den nächsten Monat. Also die Männerakademie gibt es wieder. Das werden jetzt 6 Monate hintereinander. Jeden zweiten Dienstag im Monat werden wir Themen haben. Wir hoffen natürlich sehr, dass das wieder in Präsenz jetzt die ganzen 6 Monate stattfinden kann. Und nachdem es heute gelungen ist, schaut es gut aus. Ich möchte mich bedanken bei den Kollegen, die vorne die Theke machen und dafür gesorgt haben, dass der Laden offen ist. Und herzlichen Dank und nutzt es bitte auch noch. Das heißt, das Sub ist heute ausnahmsweise an einem Dienstag mal geöffnet. Und ihr dürft gerne noch hier bleiben und einen schönen Abend haben. Ein Ausblick vielleicht auf die nächste Männerakademie. Ich habe übrigens am Eingang die Karten mit den ganzen Themen hingelegt und steckt es bitte ein. Es sind wieder sehr schöne Themen dabei. Der nächste Monat ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist eine der heißest diskutierten Geschichten. Und zwar reden wir nächsten Monat über sexuelle Identität. Also alle Themen, die sozusagen da drum und dran hängen. Auch diese Debatte mit dem Gender-Sternchen oder was die AfD immer als Gender-Gaga bezeichnet. Es geht darum, wie formieren sich sexuelle Identitäten, wie ist sexuelle Politik. Und wir haben eine faszinierende Referentin, nämlich die Professor Paula Villa. Das ist die Lehrstuhlinhaberin an der LMU für den Forschungsbereich Gender Studies. Das ist in Deutschland eine der entscheidenden Personen zu dem Thema. Wir freuen uns, dass sie da ist. Wir erwarten einen sehr spannenden Abend mit wahrscheinlich sehr kontroversen Diskussionen. Wenn ihr das mitmachen wollt, kommt, seid dabei und diskutiert mit. Und für heute vielen Dank, Christoph Spinner, für den tollen Vortrag und dafür, dass du deine Expertise uns zur Verfügung gestellt hast. Und uns allen noch einen schönen Abend und einen möglichst gesunden Herbst. Danke euch. Danke. Sehr schön.